ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Extrem alles geben. Ringen 17-17, Gleichstand, so das Resultat vom Derby am Samstag in Willisau. 17-17, Gleichstand. Das heisst doch nichts anderes als für einen Sieg hat nur ein Punkt gefällt. Spannend. Diesen Punkt gehen wir suchen mit den beiden Trainern, denn kompetenter geht's nicht. Hier auf Telenapf Tele Zentralschweiz erfahrt es aus erster Hand. Der fehlende Punkt, der Gianni bringt es auf den Punkt. Leider für die erste Hälfte für vier Hergespieler nicht wie einen Punkt machen. Für Mannschaftspunkt und das entscheiden für Ende, weil nicht wie gewinnen, nur unentschieden. Genau, es fehlen in der ersten Hälfte einige Punkte. Wir gehen die jetzt suchen. Zum Beispiel beim ersten Kampf Roger Kunz gegen Julian Unternährer. 18-0 ist dein Punkt? Nicht unbedingt. Das muss ich ehrlich sagen. Leider gestern fast Ende für Training Röllipatrick verletzt. Und Julian ist gestern Abend gerade in für Training gefragt, wie schwer bist du? Ich sage, ja, 60 Kilo. Und ein Tag 3 Kilo abgekocht. Etwas habe Chance, wenn wir es für Ringer stellen, für Motte, aber wir haben keine Ringer, keine Chance. Das heißt, das ist auch gut, aber für ein Kilo, einen Tag 3 Kilo abgenommen, das ist ein sehr gutes Resultat. Ich hoffe, es kommt für Ringer ist auch ein besseres Resultat. Also viele Frauen möchten wissen, wie man 3 Kilo in einem Tag abnimmt. Wie macht man das? Top Secret. Nur einfach muss dranbleiben, muss trainieren. Mit Folter? Ja, das ist voll trainiert, alles. Gehen wir zu den Kämpfen. Roger Kunz gegen Julian Unternährer, technische Überlegenheit für Willisau, 18-0. Der Roger hat von Anfang an eigentlich den Kampf gemacht, ist reingestanden, hat typisch Greco gerungen und das ist ihm auch sehr gut gelegen und hat vorweg Punkte gemacht und hat klar können gewinnen. Spannend, diese Szene. Bereits im ersten Kampf hat es sogar fast einen Schultersieg gegeben, wäre nicht der Pausenpfiff dazwischen gekommen. Achtung, nochmal diese Szene. Es geht um einen Bruchteil von einer Sekunde. Auf Telenapf sehen Sie es. Der Hergiswiler Co-Trainer der Stefan Glanzmann interveniert. Erfolgreich. Marco Riesen gegen Martin Suppiger. 3-0 in der Pause, 7-0 das Endresultat. Hat man da gerechnet? Ja, mir ist eigentlich von einem sehr knappen Resultat ausgegangen. In den letzten Jahren waren das sehr knappe Duelle immer und auch sehr interessante. Und dieses Jahr jetzt hat der Marco das Glück auf seiner Seite gehabt, hat können, seine Punkte machen und trotzdem können abgeben. Und es war sicher nicht so klar, wie es aussieht. Glück, auch ein bisschen mit dem Schiedsrichter, hat er auch noch ein bisschen Glück gehabt? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Er hat natürlich sehr gut ausgerungen. Hat in den entscheidenden Moment vielleicht ein bisschen mehr Kampf über sich gehabt und hat dann seine Punkte können machen. Glück mit dem Schiedsrichter, gemeint ist zum Beispiel diese Szene. Ab der Matte, ja oder nein? Ab der Matte ja, aber mit den Knien geschoben, gibt keinen Punkt. Oder diese Szene, sie hat bei den Hergiswiler-Fans zu heftigen Reaktionen geführt, weil der Schiedsrichter Marco Riesen einen Punkt gegeben hat. Die Hergiswiler hat ihn beim Suppiger gesehen. Achtung, die Wiederholung hier auf Telenapf zum genau sehen von nachem und in Zeitlupe.
Ich kann also schon sagen, der Jean-Alain Pitala hat es richtig gesehen. Dann Marco Riesen gegen Martin Suppiger, 7:0. Was hat man da erwartet? Ja, erst einmal möchte ich herzlichen Glückwunsch für Marco heute. Marco ist Geburtstag. Für dieser Marco, ich weiß nicht, Speaker, warum nicht gesagt, wegen sehr beliebte Leute da für Wilson und für diese Orte beliebt schon für Hergis auch. Aber ich wünsche für dieser Marco viel Glück für Geburtstag. Aber leider für Suppiger Martin auch immer noch nicht Topform, aber das kommt schon. Und ganz wenig Feld, 3-4 Aktionen, wo er mögliche Punkte machen, aber leider das heute nicht klappt. Aber ob es, wenn wir diese Jahre noch ein Streffen für wie so das klappt nachher. Vielleicht hat es Speaker nicht gewusst mit dem Geburtstag, aber der Schiedsrichter hat es gewusst, oder? Ich weiß nicht, ob Schiedsrichter weiß oder nicht weiß. Die erste Aktion ist gerade so ausgesehen, dass es schon möglich für beide Seiten geben für Punkt. Wie ich vorher schon gesagt zu dir, ist es ganz schwer entscheiden für Schiedsrichter, wegen er sehen nur eine Perspektive und andere Perspektive ist andere aussehen für Aktion. Das muss weiß. Normal für Ringen, für Einzelkampf, immer haben drei Schiedsrichter und manchmal für diese drei Schiedsrichter auch nicht wissen, für eine Aktion wie viele Punkte geben oder welche Leute geben für Punkt. Kann passieren, je nach Perspektive, wo man steht dann und man sieht. Dann Timo Zeder gegen Thomas Wiesler, 5:0, wieder Hergesin verloren. Thomas gut gekämpft, aber leider taktisch ein bisschen falsch aufgestellt. Aber alle Kämpfe, welche verloren oder welche ist gewinnen, immer etwas lernen und das probieren zu verändern. Timo Zeder gegen Thomas Wiesler, wieder sehr gut für Willisau, 5:0. Ja, der Wiesler-Tommy ist ja normalerweise sehr im Greco daheim. Und der Timmy hat eigentlich Freistil gerungen von Anfang an und hat das Konzept auch durchgezogen und ist darum eigentlich auch sehr gut mit 3-0 für die Mannschaft, hat 3-0 für die Mannschaft können heimbringen. Haben das so deutlich gerechnet, gerade 5:0? Ja, 5-0 ist natürlich jetzt, weil wenn du einmal hinten drauf kommst, dass es 2 geht, ist auch schnell 5-0. Er hat aber sehr, sehr diszipliniert eigentlich seinen Stil durchgezogen und hat dann auch klar gewonnen. Gerechnet natürlich nicht so klar, aber schlussendlich ist es natürlich schön für ihn. Dann der erste Sieg für Hergis Jü, Dominik Bassett, Akash Karica, auch wieder sehr deutlich, 0:10. Nick hat von Anfang an sehr ein höchstes Tempo angeschlagen, hat dann aber das nicht ganz durchhaben und ist dann halt, hat trotzdem seine Punkte müssen abgeben und ist dann gegen Schluss halt immer ein bisschen klarer in Rückstand gekommen. Obwohl es eigentlich ein knapp und ein guter Kampf war. Eben, wir hätten da vielleicht auch einen Punkt erwarten für Willisau. Das haben wir natürlich gehofft, dass ihm ein Punkt gelingt. Das wäre das Ziel gewesen. Leider ist es dort nicht ganz aufgegangen, aber die anderen haben schön vorgelegt. Genau, einer, der weiter nachgelegt ist, der Lukas Bossert gegen Marco Kurme, 8:0. Der Lukas musste im Greco antreten, er ist sonst eher ein Freistilringer. Und er hat dort eigentlich, natürlich nicht unbedingt seine Spezialtechniken im Greco. Trotzdem hat er den Kampf eigentlich gemacht und dominiert und hat auch klar gewonnen. Jetzt kommt der erste Sieg für Hergiswil. Dominik Bassett gegen Akash Karica, sogar ein 0:10, hätte man das so gerechnet? Ja, das schon weiss, dass Dominik ist ein sehr guter Ringer, aber Akash auch nicht schlecht. Aber leider Akash ist etwas für Finger verletzt, das vielleicht manchmal auch schon gesehen für Boden. Stand ist sehr gut gerungen, aber Boden nicht wie es richtig zusammenfassen. Und das fährt für technische Überlegenheit, für 15:0 Sieg. Da verloren leider einen Punkt. Wir haben einen gefunden, okay. Dann Lukas Bassard gegen Marcel Kurmann, 8:0. Das ist klar, zwei richtige Freistilringer. Das ist heute Abend schon zweimal passiert, wegen für 80 Kilo Augenblick passiert, zwei Freistilringer für Greco. Aber entscheidend dort für Routine. Lukas ist routinierter Ringer,
Und eigentlich habe viel Chance für Boden und gerade zusammenfasst und Arm auch. Und so macht gerade viermal für Durian und das entscheidet für Kamp. Aber die zweite Hälfte sehr gut gekämpft für Kurma Mansel. Und da die Szene aus einer Banklage heraus schafft es den Luki Basser, den Marcel Kurme, mehrmals zu drehen. Nach der Pause nicht ganz so gut gelaufen für euch. Samuel Scherer gegen Thomas Suppiger. Eigentlich ein gut, oder? Gerade nach der Pause hat man. Ja, der Sammy hat einen sehr guten Kampf gemacht gegen Tommy, der doch die letzten Jahre nicht mehr Kämpfe so knapp gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Und der Sammy ist rein und hat angegriffen, hat frisch gerungen und hat ihm alles abverlangt. Er ist sogar lang vor, bis kurz vor Schluss, hat dann aber natürlich Tommy hat mit der routinierten Aktion noch den Sieg heimfahren am Schluss. Okay, wir schauen jetzt gleich die zweite Hälfte. Samuel Scherer gegen Thomas Suppiger. 3 zu 5. Das ist klar, ist die erste Aktion. Ich sage, das ist sehr gut und dann steht beides hart für Thomas. Und normal dort, er macht immer viel Punkt, aber leider sehr gut reagiert für Sammy und er gemacht für 2 Punkte und das ein bisschen taktisch muss andere Ringer für Thomas, wegen nicht er führt, Sammy führt und nachher ein bisschen andere aussehen für Match wie erwarten. Leider auch schon einen Punkt verloren, wegen wenn diese erste Aktion geht für Thomas, ich glaube nachher mindestens 3 zu 1 schon wissen, gewinnen für Thomas, für Mannschaft nicht 2 zu 1. Ganz ungewohnte Situation, Thomas Suppiger muss einen Rückstand aufholen. Ja, aber das auch schon zeigt für seine Stärkste. Er kämpft für selber, aber nicht nur für selber, wegen für Mannschaft auch. Und er retour kämpft und er schon gewinnt. Dann Kilian Arecke gegen Marco Hodel, 1 zu 7. Ja, das ist auch ein sehr guter Kampf. Schon weiss, ich vorher für Vorschau schon gesagt, sehr viele Kampf habe. Für diese Derby-Werke schon möglich, beide Seiten gewinnen. Und dieser auch einen Kampf, aber Marco sehr gut gestellt und sehr gut kämpft. Und danach 0 zu 1, macht 7 Punkte und ist naja, schon wissen, das behalten bis Ende. Und das ist sehr gut für Mannschaft, 3 zu 1, Mannschaft, Punkt. Mhm. 14 zu 5 ist er gestanden. Der Kilian Arecker gegen Marco Hodu, ein 1 zu 7. Der Kilian ist gut gestartet, hat Punkte können machen gerade. Also für einen Mannschaftspunkt schon mal können buchen. Das ist genau die Aktion. Nachher hat er ein bisschen viel liegen, hat leider ein bisschen viele Punkte müssen abgeben leider. Und ist sicher eine kleine Höhe in der Lage. Man hat natürlich mit dem 1-2 gehofft hätte. Der Andreas Reichmuth gegen Raffi Kaufmann, was haben Sie da gerechnet? Das war noch schwierig, weil der Andi ist sonst ein klassischer Freistilringer und den haben wir jetzt mal im Greco eingesetzt, um zu schauen, wie das jemand tut. Er hat auch sehr gut trainiert im Greco und das haben wir wirklich nicht kalkulieren können, wie es das genau rauskommt. Wir haben natürlich gehofft,
dass er einen Punkt sicher macht. Leider ist das dann nicht ganz gelungen. Und das hat natürlich im Nachhinein auch ein bisschen weh getan. So. Eben, wenn es natürlich 17 zu 17 tut jeder Punkt weh. Genau, weil da wäre fast für Willisau ein Punkt drinnen gelegen. Dann Andreas Reichmuth gegen Raffi Kaufmann. Was hat man da gerechnet, ganz ehrlich? Es ist genau gleich wie heute Abend passiert. Es ist 50-50. Beide Seiten möglich gewinnen. Aber ich nehme für mein Herz. Ich hoffe, dass für Raffi klappt, das für gewinnen. Und sehr gut aufsteht für taktisch. Er unten steht für linken Arm, Kopf bewegt. Und er passiver aussehen für Reichmuth Andi. Und er nützt für seine Chance, wenn er eine Chance und gemacht für seine Punkte. Und 13-0 Einzelpunkt gewinnt und 2-0 für die Mannschaft bringt. Sogar zu 0 hätte nicht damit gerechnet. Dann Roger Heiniger gegen Patrick Stadelmann, alter Routinier, 1-6. Auch ein Punkt? Ja, ganz genau. Patrick sehr gut gerungen am Anfang. Ich sage eine Minute, ein bisschen zu spät kommen rein für den Kampf. Nachher schon richtig reinsteht, für taktisch. Und nachher sehr gut gerungen. Der Satz von Gianni ist noch nicht fertig, es kommt noch ein Aber. Aber leider für die letzte Minute noch eine Schere muss runtergehen. Und das ist die Passivität und das gebe einem Mannschaftspunkt fast geschenkt für Willisau. Die Hand vom Schiedsrichter geht durch, Willisau hat den Punkt. Der Roger Heiniger gegen Patrick Stadumann, 1-6. Ja, das Duell gibt es ja schon seit Jahren. Der Roger hat eigentlich einen guten Kampf gefunden, hat gut gerungen, ist dann aber bei einer Unachtsamkeit in einen Griff eingefallen, wo er eine hohe Wertung abgegeben hat. Und ist dann so eigentlich auch eher ein bisschen zu hoch ab der Matte gegangen, hat ein bisschen zu hoch verloren. Seit Jahren gibt es das Duell, wie geht das seit Jahren aus? Gibt es da eine Tendenz oder wechselt das immer etwa ein bisschen? Nein, so viel wie ich weiss, hat der Paddy immer gewinnen können. Besitzen, obwohl der Roger manchmal schon vorgesehen ist oder sehr knappe Kämpfe hatte. Aber der Sieg fehlt ihm, glaube ich, noch, so viel wie ich weiss. Logan Chardonnay gegen Istvan Dencik, ein 2-6. Hat er zuerst noch ein bisschen mithalten? Ja, er konnte gerade Punkte machen am Anfang. Und das Ziel war natürlich gegen den technisch starken Ringer, der Istvan. Ist natürlich das Ziel gesehen, dass er Punkte macht und nachher natürlich, wir haben einen 3-Punkte Vorsprung, wir haben wirklich gehofft, dass man das über Zeit bringt, auch den noch, vor dem letzten Kampf. Wir haben das Gefühl gehabt, das sollte möglich sein. Leider hat er dann am Boden 12 Punkte abgegeben und in Durchdreher mit dem Arm hat er dort auch unkonzentriert gesehen im Moment und hat dann 12 Punkte abgegeben. Also im letzten Kampf hätte es können sein, dass Hergiswil gewinnt, dass Willisau gewinnt oder eben ein Remi. Ja genau, das macht es so spannend. Wir haben natürlich gehofft, mit 3 Punkten Vorsprung, dass es noch reicht für uns. Wenn er das über die Zeit bringt, dann haben wir gewonnen. Oder? Aber leider ist es dann nicht ganz so rausgekommen. Auch mit Rufen und Lärmen haben wir alles gegeben. Ja, natürlich. Wir versuchen ja immer, das Maximum rauszuholen. Das ist ganz klar, wie der Gegner auch. Das ist ja logisch. Und von unserer Seite her ein bisschen schade, dass wir den Vorsprung, den grossen Vorsprung, eigentlich nicht genug gut haben können verwalten. Dort müssen wir sicher noch ein bisschen arbeiten. Das Maximum rausholen, der nächste Gegner münden da, oder geht es so? Ja, wir werden gegen jeden Gegner versuchen zu gewinnen. Das ist grundsätzlich. Wir wollen fit werden für ein Halbfinale. Wir wollen die Kämpfe ernst nehmen und die Wettkampferfahrung, die wir jetzt gesehen haben, dass zum Teil eben noch Punkte zu viel fort sind. Das müssen wir unbedingt ausnutzen, dass wir dort auch noch besser werden in diesen Wettkämpfen. Dann der letzte Kampf. Istvan Dencik gegen Logan Chardonnay? Ja, Logan ist ein sehr guter, talentierter junger Ringer für Genf. Das ist Doppellizenz für Willisau. Grösstwahrscheinlich, glaube ich, er ringt nachher weiter für Halbfinale und so für Willisau, wegen stärker wie andere Willisau für 74 Kilo Freistil. Und er ist sehr gut gekämpft, aber routiniert Istvan ist gewinnt für technische Überlegenheit. Leider habe zwei Chancen,
einen Punkt nicht abgeben, aber der leider gerade für die ersten 10 Punkte abgeben. Wegen ist mir ist schon Kippe, schon möglich geben, diese 10 Punkte schon möglich nicht geben, aber das vorher gesagt, für Perspektive sehen, dieses Perspektiv andere und andere Perspektive andere sehen, Schiedsrichter so gesehen, das muss akzeptieren und weiterkämpfen, aber er nachher macht für technische Überlegenheit. Genau von dieser matchentscheidenden Szene, wo die Istvan Dencik Punkte müssen abgeben, rettet Johnny. Und ja klar, für Ende, fast für Ende haben wir eine Chance, fast klappt für Shooter, für Gegner. Da sehen wir es. ...17-17, ein gutes Resultat? Ich glaube, dieses Resultat schon wissen beide Mannschaften erleben. Das ist relativ gut für beide Mannschaften. Immer noch möglich, weiter, wie vorher gesagt, schon möglich positionieren für Wunschgegner. Mhm. Darf man fragen, wer? Das ich für Halbfinale schon sagen. Hier noch die einzelnen Kämpfe im Überblick. Im Gewicht 57 kg Greco gewinnt Roger Kunz gegen Julian Unternährer 18-0. Also mit technischer Überlegenheit. 4 Mannschaftspunkte für Willisau, keine für Hergiswil. Im 61er Freistil gewinnt Timo Zeder gegen Thomas Wiesler 5-0 nach Punkten. 3-0 Mannschaftspunkte für Willisau. Im 65er Greco gewinnt Lukas Bosser gegen Marcel Kurmen 8-0 nach Punkten. Wieder 3 Mannschaftspunkte für Willisau und keine für Hergiswil. Im 70er Freistil verliert Kilian Arecke gegen Marco Hadou 1-7 nach Punkten. Dank 5 Punkte Unterschied gibt es gerade 3 Punkte für Hergiswil und nur einen für Willisau. Genauso im 74er nach griechischem Stil. Der Roger Heiniger verliert gegen Patrick Staduma 1-6 nach Punkten. Also wieder ein Mannschaftspunkt für Willisau und 3 für Hergiswil. Im 74er Freistil verliert Logan Chardonnay gegen Istvan Dencik 2-18. Also mit mindestens 15 Punkten Unterschied, das heisst technische Überlegenheit. Also 4 Punkte für Hergiswil und noch einen matchentscheidenden für Logan. Im 80er Greco verliert Andreas Reichmuth gegen Raffi Kaufmann 0-3 nach Punkten. Das gibt kein Mannschaftspunkt für Willisau und 2 für Hergiswil. Im 86er Freistil liefert Sammy Scherer einen starken Kampf gegen Favorit Thomas Suppiger. Holt 3-5 Punkte. Das gibt ein Mannschaftspunkt für Willisau und 2 für Hergiswil. Im 97er Greco verliert Dominik Bosser gegen Akos Koriza 0-10 nach Punkten. Also kein Mannschaftspunkt für Willisau und 3 für Hergiswil. Im 130er Freistil holt Marco Riesen gegen Martin Suppiger 7 Punkte. Eben nur fast einen, der Martin Suppiger. Das gibt 3-0 Mannschaftspunkte für Willisau zum Schlussresultat von 17-17. Wie geht es nächste Woche weiter? Schwierig für Willisau und einfacher für Hergiswil. Wo geht es das nächste Mal? Im Freiamt sind wir nächsten Samstag. Und ja, wird sicher auch noch einen guten. Freiamt auswärts wird sie wahrscheinlich. Da brauchen die Fans, da brauchen die Unterstützung. Das ist ja quasi ein Duell schon über Jahre. Ja, genau. Es ist immer, sind immer sehr gute Kämpfe unten. Es ist von früher nachher natürlich schon, mit ihnen haben wir am längsten schon, oder schon in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich am meisten Duell gehabt auf höchstem Niveau. Und das ist immer ganz ein ganz spezieller Kampf und wir hoffen natürlich, dass uns viele Leute auch dort unterstützen dort und auch ein paar noch mitkommen. Gut, jetzt Hoffnung ist das eine und so eine realistische Trainerbrille, die wir jetzt anlegen und sagen, wie kommt es aus das nächste Mal? Ja, ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Also, man hat wieder gesehen, dieses Jahr auch wieder, dass die ersten Mannschaften, die ersten vier jeden gegen jeden gewinnen kann. Wir haben gegen Krieseren
gewonnen im ersten Kampf, nachher zweimal verloren. Jetzt haben wir gegen Hergesi unentschieden gemacht. Es kann jeder gegen jeden gewinnen. Das ist wirklich Tagesform und Aufstellung abhängig. Von dem her ist es eine sehr schwierige Prognose zu machen. Und gegen Freiamt haben wir auch verloren das letzte Mal? Richtig. Von dem her haben wir sicher noch etwas auszuwetzen. Ja. Okay, ihr ist jetzt recht. He? Gut, danke vielmals. Danke. Freiamt Willisau. Dazu hat auch der Gianni eine Prognose mit 2% Unterschied. Für wen? Das seht ihr demnächst auf dem Sender. Wo geht es jetzt dann hin nächste Woche? Nächste Woche gegen zu Hause, gegen Fürschadorf. Sollte man schaffen, oder? Ja, das ich so aussehen, das muss unbedingt schaffen. Wir gehen immer noch haben für den letzten Zweikampf etwas Chance für selber auswählen für Gegner. Okay, danke vielmals. Ich auch. Richtig, Willisau muss zusammen haben. Nächste Woche gegen Freiamt, das wird kein Spaziergang. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.